Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Behrens, ich fange damit an, weil Sie gesagt haben, das Wort Umweltschutz käme in dem Vertragswerk gar nicht vor. Die Überschrift heißt Umwelt und dann geht es weiter. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung des Umweltschutzes bei und so weiter und so weiter. In dem ersten Absatz kommt das Wort Umweltschutz sogar zweimal vor. Aber das müssen wir jetzt nicht drüber reden. Es ist einfach so, wie ich sage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss, glaube ich, ein wenig tiefer in dieses Vertragswerk auch im juristischen Sinne einsteigen, um es einordnen zu können. Welchen Hintergrund hat das? Das Ganze findet statt vor in dem Rahmen des Vertrages, der 1944 geschlossen worden ist, der die Internationale Luftfahrtorganisation begründete und dem die Bundesrepublik Deutschland natürlich 1956 erst beitreten konnte. Dieser ICAO-Vertrag enthält vier Grundsätze, die sehr wichtig sind. Es ist einmal, drei Grundsätze. Einmal das Grundprinzip der Souveränität aller Staaten, ausgedrückt in dem Begriff der Lufthoheit, nicht gemeint die über Stammtischen. Zweitens der Chancengleichheit, damit alle gleichzeitig, also auch alle, die einen, den Luftraum nutzen, die gleichen Regeln haben. Und drittens daraus abgeleitet der sogenannten Diskriminierungsfreiheit. Das heißt, wenn ich einen Luftraum habe, in dem ich die Souveränität habe, wie die Bundesrepublik Deutschland im Luftraum über dieser Republik, dann müssen alle Fluggesellschaften, die Flughäfen in unserem Lande anfliegen, die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Darum geht es im Kern. Und wenn ich mir das mal genau in der Formulierung anschaue, dann gibt es in dem Vertrag, von dem Herr Wichtel gerade geredet hat, der ja schon seit 2007 existiert, eine Formulierung, die muss man sich genau anhören. Bitte genau hinhören. Heute in der Debatte vorher sind schon Dichter zitiert worden. Das ist jetzt allerdings jetzt juristische Prosa. Das ist Artikel 7 unter der Überschrift Anwendung von Rechtsvorschriften. So einen Satz können auch nur Juristen hinkriegen. Ich hoffe, ich trage ihn jetzt korrekt vor. Die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften einer Vertragspartei, das sind wir, betreffen den Einflug in ihr oder den Ausflug aus ihrem Gebiet der im internationalen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeuge oder betreffen den Betrieb und den Verkehr dieser Luftfahrzeuge innerhalb ihres Gebietes, gelten für die Luftfahrzeuge, die von den Luftfahrtunternehmen der anderen Vertragspartei verwendet werden und sind von diesen Luftfahrzeugen beim Ein- oder Ausflug und innerhalb des Gebietes der ersten Vertragspartei zu befolgen. Zitat Ende. Ich weiß, dass man diesen Satz, also mit 0,5 Promille kann man den nicht mehr vortragen, das weiß ich, aber der Kern des Satzes lautet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften einer Vertragspartei, also wir, sind zu befolgen. Das heißt, es gibt diesen Bereich, wo wir souverän sind und wo wir Gesetze erlassen können, weil sie eindeutig zu befolgen sind. Sie stellen das gerade in Abrede, als könnte das ausgehebelt werden. Damit würde aber der Basisvertrag, nämlich der ICAO-Vertrag, null und nichtig. Der ist aber der Rahmen, der vorgegeben wird. Und jedes Luftverkehrsabkommen, das abgeschlossen wird, hat in seiner Eingangsformel die Bezugnahme auf diesen Vertrag. Jedes. Insofern stimmt nicht das, was Sie sagen. Es gilt weiterhin die Lufthoheit, die Souveränität unseres Landes. Und es gilt bei den Umweltschutzmaßnahmen der sogenannte ausgewogene Ansatz, Balanced Approach. Das bedeutet, es gibt ein Kriterienviereck, nach dem ich mich zu richten habe. Alle Kriterien sind gleichbedeutend wichtig. Das ist manchmal schwer vorzustellen, aber es ist so. Es geht um Flugsicherheit, es geht um ökologische Ziele, es geht um ökonomische Ziele und es geht um flugbetriebliche Ziele. Die sind gleichbedeutend und haben das gleiche Gewicht bei der Abwägung. Und dann gibt es eine Kaskade, wie ich zum Beispiel ökologische Ziele wie Lärmminderung einzuhalten habe. Und da ist am Anfang Lärmreduktion an der Quelle. Jeder mit der Fluglärmaktivisten oder der Gegner sagen genau das. Es muss an der Quelle beginnen. Dann gibt es, zweiter Punkt, lokale Maßnahmen, wie zum Beispiel im Flächennutzungsplan, bei der Raumordnung, aber auch beim passiven Lärmschutz. Lärmreduktion am Boden bedeutet, ich muss Flugverfahren haben, andere Anflugsysteme bei Flughäfen. Auch das ist lärmreduzierend. Und als letzten Schritt, Ultima Ratio sozusagen, wenn ich mein Ziel über die ersten drei nicht erreichen kann, kommen Betriebsbeschränkungen.
Das ist der Balanced Approach. Der ist völkerrechtlich verbindlich und muss angewendet werden. Aber die Maßnahmen, wie ich das erreiche, das ist nationales Recht. Und das wird durch keinen anderen Vertrag mehr ausgehebelt werden. Auch nicht durch den, der hier in Rede steht. Es gilt zusammengefasst, muss man sagen, der Balanced Approach und die Lufthoheit. Und genau das ermöglicht uns, die Regeln zu setzen. Ihre Interpretation ist juristisch schlicht falsch. Und ich möchte noch auf eins hinweisen, weil es nämlich von Ihnen, das hätte ich eigentlich erwartet, vielleicht auch mal nicht ganz unwichtig gewesen wäre, zu erwähnen. Zum ersten Mal nämlich in einem Luftverkehrsabkommen ist eine soziale Dimensionierung überhaupt vorgenommen worden. So, das ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt. Es wird nämlich ein Artikel 17a eingefügt, in dem dann abgehoben wird auf die soziale Dimension des Abkommens. Und es wird darauf abgehoben, eine ganz wichtige Formulierung, dass offene Märkte, um die es geht, zusammengehören mit hohen arbeitsrechtlichen Normen. Das steht in dem Vertrag drin, über den wir heute zu entscheiden haben. Und ich weiß von den Gewerkschaften, die mit Luftverkehr zu tun haben, dass sie genau das begrüßen und sagen, endlich ist diese soziale Dimension in einen Vertrag wirklich einmal hineinformuliert worden. Das gab es bisher bei keinem einzigen Luftverkehrsabkommen. Es gibt es jetzt bei diesem Luftverkehrsabkommen der Europäischen Union mit den Staaten, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und insofern kann ich nur empfehlen, diesem Vertrag zuzustimmen. Ich weiß, Herr Behrens, dass Sie, ich habe jetzt zwei Aufgaben. Ich weiß, Herr Behrens, dass ich Sie nicht überzeugt habe, bin ich ganz sicher. Sie werden nicht zustimmen, weiß ich, aber vielleicht können Sie sich enthalten. Die zweite Aufgabe, die ganz schwere, es gibt so eine Art Running Gag, den wir mit Herrn Rimpus vereinbart haben, dass wir uns gegenseitig immer in Reden erwähnen. Aber selbst das ist mir jetzt gelungen. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben. Zum Glück noch innerhalb Ihrer Redezeit, sonst wäre ich dazwischen gegangen. Der nächste Abgeordnete ist der Abgeordnete Stefan Kühn, Bündnis 90 Die Grünen, der das Wort hat, bitte.